Videowoche Chapter 5. So, hallo und herzlich willkommen zu dem wunderschönen Dienstag hier mit dem Spiel Wounded. Das wurde in den Kommentaren vorgeschlagen und ja, die meisten Spiele, die in den Kommentaren vorgeschlagen wurden, sind kostenpflichtige Spiele. Das heißt, ich muss mir die Spiele erstmal kaufen und so weiter und so fort. Und das werde ich jetzt alles nacheinander erstmal machen. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt entschieden, dass ich mir erstmal für den Dienstag jetzt mal ein Spiel ausgesucht habe, wo ich wenigstens das kostenlos runterladen kann, und da habe ich mich jetzt für Wounded entschieden. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel gehen wird, aber wie ihr gesehen habt, es handelt sich hierbei um eine Demo-Version. Und ja, also viel erwarten können wir jetzt nicht und wir starten jetzt einfach das Spiel und gucken, wie... Wounded contains violence, also Gewalt, Blut, noch mehr Gewalt, Flashing, okay. If you can't handle any of these elements, please do not continue. You are in the role of a father who is returning back home from a family gathering with his daughter Lisa. Okay, ich bin ein Vater, der wieder zurück nach Hause kommt mit, und ich habe eine Tochter, die heißt Lisa. Okay. Both of you are very tired and had a few drinks back at the house, making it hard for you to continue the trip. Wir sind sehr müde, haben ein paar... ein bisschen was getrunken. Sind nach Hause gekommen und ich bin auch gerade müde, wie ihr vielleicht bemerken könnt. Ist eine lange Geschichte und ich hoffe, dass mich dieses Spiel ein bisschen aufwecken wird. Okay. Ich kann alles handeln, was da ist. Rockbench Entertainment Presents. Wounded. Wounded. Okay. Who would ever think that after such a great time a disaster would happen? Who would ever think that their family dinner might be their last gathering? Oh, die haben einen Autounfall, nicht wahr? Ah, so Klischee. What the fuck? Ich sehe meinen Buddy! Shake that booty! Oh yeah, shake that booty. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber... Okay. Ja. Ich sitze rum. Wo ist meine Tochter? Ja, ich sitze... Ich stehe auf. Lol. Boah. Da stand gerade vorher, dass die Grafik... What the... Die Grafik sieht jetzt schon voll herbe geil aus. Alter, guckt euch das mal an. Die Grafik ist ja übelst nice. Oh mein Gott. Wir hatten definitiv einen Autounfall gehabt. Okay. Gucken wir uns doch mal an, was ist hier so schön. Yay, Früchte. Kann ich hier... Was ist das denn? Ach, das sind Tassen, okay. What? Oh, die Schrecke ist aber ganz schön big. Und ich bin so klein. Wie groß ist der Vater? 1,60? Oh, was haben wir denn hier? It's only for one night. Cups or any other beer. Wine, plastic cups, napkins, snacks, app. Okay. Kann ich das aufmachen? Nope. Okay. Alles klar. Hier haben wir eine Familie. LOL!
Gib deinem Vater eine dicke, fette Umarmung. Let's go to the moon! Okay. Lol. What the f... What the fuck? Könnt ihr aufhören, mich anzugucken? Das ist fucking creepy. Hey girl, I like your booty. Okay, die sind weg. What the? Hey boy, let's get... Ah, oh, das ist... Was wird dir gespielt? Hä? Sie hatten einen Autounfall gehabt. Ich habe es gewusst, sie sind tot. Beide sind gestorben. What the fucking hell? Lisa? Lisa, mach mich bitte jetzt nicht verantwortlich dafür. Lisa? Lisa. Okay, es ist heftiger als Rake. Eindeutig. Von den Jumpscares ist es heftiger. Find a way to turn the electricity on. Okay, warte, ich bin gegen den, gegen das Teil hier gecrashed. Aber ich bin nicht gestorben und Lisa ist verschwunden. Nein, ich bin tot. Ich bin definitiv tot. Okay. Die Grafik sieht ja übelst geil aus, by the way. Lol. Was ist mit der ganzen Stadt? Ja, okay, ich bin tot. Und das ist jetzt so eine Art Geisterwelt, wo ich jetzt hier gerade bin, oder? Und Lisa macht mich gerade dafür verantwortlich, weil ich diesen Unfall gemacht habe. Oh, Ladebildschirm. Which is the true nightmare, the horrific dream that you have in your sleep, or the dissatisfied reality that awaits you when you awake? Gute Frage. Okay. Die Lichter sind an. Alles klar. Die Grafik ist richtig fresh in diesem Spiel. Und wir sind definitiv gestorben. Oder wir sind hier in irgendeiner komischen Pennergasse gelandet. Nicht dein fucking Ernst. Ich erschrecke mich bei sowas. Das Spiel ist heftig. Spiel ist heftig. Heftig, deftig. Okay, ne, wir sind definitiv tot. So kann's. Ne, so kann's nicht aussehen. So kann's definitiv nicht aussehen. Wir sind tot. Sieh es ein. Du bist tot. Du checkst gerade nicht, dass du gestorben bist. Du checkst es gerade einfach nicht. Okay, die. Boah, die Grafik ist übelst nice, by the way. Alter. Respekt an die Spielentwickler, die Grafik ist ja übelst nice. Okay, ein paar Ticks muss man noch arbeiten, aber... Alter, sieht das geil aus. Okay, da können wir nicht rein. Let's go to the supermarket! Da-da-da-da-da. Let's go shopping! Let's go shop... Ist das Blood? What the fuck, ist das ein... Ist das jetzt so Half-Lifestyle oder was?
Aber ich habe jetzt eine scheiß Brechstange. Und was macht man mit einer Brechstange? Richtig, Türen aufmachen. Okay. Ich habe eine Brechstange gefunden. What was that? I should go check inside. Inside? Wo inside? Oh, ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ich gehe ja schon. Was? Okay. Enter the motel, okay. Ach ne, ich hasse Hotel. Ich nicht mag ein Hotel. Hotel sehr böse sein. Egal, ich habe eine Brechstange. Das heißt, wenn was passiert, ich schlag die zu Brei. Half-Life Style. Okay, wie komme ich da rein? Ah, okay, ich sehe es. Ich sehe es schon. Let's go up. Okay. Halt die Fresse! Fresse! Oh, guck mal, wir haben es geschafft, wir sind drin. Ich habe ein Standbild, das heißt... Yes! Alles klar. Okay. Dann die Brechstange benutzt, um diese Tür aufzumachen. Ich hasse Hotels. Ich mag's nicht. Hotel. Die sind nicht meins. Die sind definitiv nicht meins. Und ich bin jetzt hellwach. Seit diesem Jumpscare mit Lisa. Where are you? Seitdem ich diesen Jumpscare mit diesem. Mit der Lisa gehabt habe, bin ich wach geworden. It's locked. I need a key. Okay, that is blood. It's a jam. It's, I need to find something to break the lock. I need something to break the lock. Okay. Let's go find it. Die Fresse! Hello, girl! Oh, schönes Bild. Okay, ist da was? Okay. Oh, was haben wir denn hier? This seemed like a safe place for a homeless guy like me to stay the night. I said to myself, it's been abandoned for a long time and there's no chance anyone will bother me. I was very wrong. This seemed like a safe place for a homeless guy like me. Na, danke. Hello? Is it me you're looking for? What was that? Ich hab was getriggert. Ich hab definitiv jetzt mit dem Schlüssel was getriggert. Verpiss dich! Nope. Nope. Hey Girl, wo bist du? Ich warte auf dich. Ich will. Who's there? Mama, 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 Mama. Was war das? Ich will's gar nicht wissen. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden.
Ey. Dann mach doch die Tür auf, wenn du, egal. Ach, guck mal, hier geht's runter. Wusste ich gar nicht. Schön. Ah! God the fucking damn. This should open the door upstairs. Ja, schön. Gut, 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 dass ich was getriggert habe. Warte, wenn ich jetzt hochgehe, dann... Welche Tür meint er denn? Okay, da hinten ist keine Tür. Da hinten ist doch... Warte. Sicher? Lol. Ich will hier nicht sein. Boah, der Typ kann voll schnell rennen. Richtig nice. Ja, lol. Okay. Hey, girl. I what the fuck you're in your fucking ass, okay. I heard screams and ran out of the room to see what was going on. I felt a hard hit in the back of my head with a blunt object. The only thing I remember is that when I woke up, I was in a room with no skin on my body. I could barely feel a thing, but I couldn't stand up. I turned my head to the other side of the room where I saw a shadow of someone stabbing needles into a screaming person's eyes. Bleah! Ich will's nicht mal anhören. Okay, wieso leckt das? Hör auf, das ist nicht nett. Oh, geil, eine Toilette. Oh mein... Auf was für ein scheiß Horrortrip bist du hier gelandet? Ich hätte irgendwie damit rechnen sollen, dass das passiert. Okay, Boys. Ich habe einen Keycard. Ah! Esther, get him! Ich feste dich! Come at me, Bro! Come at me, Bro! Ich feste... Ich habe einen scheiß... Wo bist du? Scheiß Göttwirren. Okay. Was hast du hier drin versteckt, hä? LOL! Duct Tape! Wow! Okay, wofür brauchen wir Duct Tape? Was ist mit dem Boy passiert? I woke up in my room at the end of the hallway. The door was locked. Everything was quiet. Was? Mein Gott. Okay, ich habe was getriggert. Hallo? Der ist noch... Oh, was? Die Tür geht nicht auf. Was? Ich muss erst Elektrizität her... God fucking damn it. Look at me, I'm fabulous. Okay, wo ist hier der Stromkasten? Ich brauche dringend den Stromkasten. Okay. No! Hier hat sich was verändert. Sekaram! Feste dich!
Wo bist du? Ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Yes. Yes. That's my body. Look at my dad. Bitch dad. Look at my dad. Bitch dad. Okay, nee. Genug gedappt für heute. Okay. Alles gleich aus mit Klebeband zugemacht. Wie realistisch. Wieso sind die Türen zu? Wie realistisch. Ich habe jetzt was getriggert. Tschüss. Okay. Lol, check die Security Cameras, okay? Erstmal machen wir die Tür zu. Lol. Ja, Monitor 1, 60 FPS, nice. Passiert noch was? Das war so klar. Das war so klar, dass er auf einmal vor der Kamera stehen wird. Das war so fucking klar gewesen. Wie? What? Sekerem! Ah! Was? Was macht der da? Hör auf, an meinen Nippel zu zacken! Das zackt einfach an meinen Nippeln rum! Was soll das Scheiß? I don't appreciate it! Was? Bin ich jetzt gestorben oder was? The fuck? Das zackt einfach an meinen Nippeln rum! Was soll der Scheiß? Lauf! Come on, come on! Verpiss dich! Okay, was mache ich jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Was mache ich? Oh shit, okay. Ich weiß, was passieren wird. Tschüss. Ah! Oh Gott, fucking damn it. Verpiss dich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, ich muss da rein, okay. Ah! Lauf. Mama mia. Ah, wo bin ich? Oh Gott, ich will nicht, dass er meinen Nippeln wieder zackt. Steh auf. Steh auf, bevor der Bastard kommt und deine Nippeln zackt. Das ist der... Da ist der Nippelzacker! Geh weg! Nein! Ah, wie sieht der Bastard aus? Meine Nippel. Der Nippelzacker ist returned. Oh Gott damn it, nein. Oh Scheiße, ich hätte Albträume vom Nippelzacker jetzt haben.
Ich hoffe, da wird ein volles Spiel. Die Grafik ist hammergeil. Muss ich schon sagen. Die Grafik ist geil. Gameplay ist auch geil und so, ne? Und wie ich sehen kann, ist das auf Kickstarter. Also ich werde es supporten. Und ja, ich würde mal sagen, das war's schon mal von Wounded. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Und ja, wir sehen uns morgen zum nächsten Horror Indie Game wieder. Bis dann. Horror Indie Game Woche, Chapter 5.